frühmorgens erstmal auf die Brücke. Und da ist es immer wieder aufs Neue erstaunlich und bewundernswert. Die Sicherheit und das Können unseres Kapitäns. Ohne jegliche technische Hilfsmittel wie Echolot, Radar oder dergleichen sicher den Mekong entlang fahren. Nicht mal eine Karte des Mekongs habe ich bei meinen täglichen Besuchen auf der Brücke entdeckt. Respekt. Während die Pearl Richtung Pak Lai, unserem heutigen Tagesziel, fährt, erstmal eine Teeverkostung. Asien und Tee gehören einfach zusammen. Thomas und sein Helfer haben wieder einmal alles perfekt vorbereitet. And ladies and gentlemen, einen schönen guten Morgen zusammen und willkommen zu unserer zweiten gesunden Präsentation hier an Bord der Mekong Pearl. Es geht um Tee. Es geht um laotischen Tee. Verschiedenste Sorten haben wir hier. Wir haben Blüten, Blätter und natürlich auch den Standard grünen Tee und wollen sie alle zusammen probieren. Nicht jeder Tee trifft bei uns auf Zustimmung. Hätte mich auch gewundert. Aber durch diese Verkostung wissen wir jetzt einiges mehr über laotischen Tee. Das war genau mit diesem Blüten gefärbt. Vanille. Und schmeckst es du? Ganz deutlich. Yes. Ja. Ja. Die sowieso generell säuerliches. Klingt auch damit daran zusammen, dass es erfrischt. Das heißt, die erste hatte 3 Minuten, die letzte hatten 5-6 Minuten. Das war unsere Teeverkostung hier. Ich glaube, das war interessant. Ich weise nochmal auf unseren kleinen Boardshop hin. Wir haben die Teesorten dort auch. Wir haben auch verschiedene Seifen und Kerzen und sogar eine Kaffeesorte, wenn jemand noch Kaffee kaufen möchte. Alles in Laos produziert, handgemacht und auch organisch. Also schöne Mitbringsel. Bald nun ist Weihnachtszeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, weiterhin gut Spaß. Danke, Simon. Jetzt erstmal zum Mittagsbuffet und danach mit Tuk-Tuk in die Kleinstadt Pak Lai. Bleibt also dran.